wie wäre das, wenn sechs Tänzer, sechs Darstellerinnen sich treffen, jetzt in der heutigen Zeit, um ein Stück zu machen? Right, we are now going to rehearse the first lovers duet between Pyramus and Thisbe. Try and make it romantic. Und was braucht man alles, um ein Stück zu machen? Da gibt es verschiedene Komponente. Die Dramaturgie, die Choreografie, das Bühnenbild, die Kostüme, Ton und Licht ist alles so ein Teil von diesem Stück machen. Diese Geschichte von Pyramus und Thisbe entspricht dieser Zeit, weil da ist ein Liebespaar, die sich nicht treffen können. Und eine Mauer steht zwischen denen. Und wie erreichen sie sich, ohne dass sie sich berühren können? Und das natürlich, solche Bilder sind da in meinem Kopf, als ich das Stück entwickelt hatte. Shakespeare ist heutig. Es geht um menschliche Emotionen. Er hat Menschen gekannt. Man weiß, dass sie auch damals improvisiert haben, um dieses Stück zu machen. Er hat sich auch beschäftigt mit Theaterarbeit in diesen Szenen. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach wiederholt immer das Gleiche und es wird irgendwann mal abgenudelt und uninteressant, sondern wenn man trainiert, im Moment zu sein, kann man wirklich jeden Impuls aufnehmen und das wird immer frisch und immer neu. Theater ist jeden Abend anders und manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut, aber manchmal ist es eine Erfahrung, die man nicht mehr beschreiben kann, weil was Magisches passiert. Dreams are a reflection of ourselves with all our perfections and imperfections.